Wir dürfen jetzt nicht über Essen reden. Ich habe nichts gegessen von Finn. Du kriegst uns mega Hunger. Du bist aber auch gleich zu triggern momentan, wa? Von dem Game. Eieiei. Ich hoffe, dass sich alle ihren Season-Char erstellt haben, denn morgen beginnt die Season. Kaum. Du bist triggered as fuck, ey. Was spielst du in der Season? Are you mad? Guardia is safe. Okay. Meva. SK. Meinst du einen Steinkrieger? Oh yeah, Gavish. Ist meiner schon draußen? Ja, meiner ist schon drinne. Ich bin mit meinem Thema zugange. Hab mein Gil geschreddert. Oha. Das bedeutet Krieg. Ja, Happy und Kodo tue ich nix. Das gilt only Nietzsche. Was, alle? Warum? Der Rest hat mir ja nichts getan. Nur Nietzsche, der flamed und mal wieder die Beine gebrochen bekommen muss. Mundgarde, okay. Du Nietzsche, ich kann dafür auch sorgen, dass du noch mehr Kriege kriegst von anderen Gilden. Ist ja nicht so, dass... Lässt dann über mich im DC? Okay, na dann... Müssen sie wohl doch meine Klinge in den Rücken kriegen. Gegen Nietzsche bin ich dabei. Easy Ink. Primetime Ink. Hallo. Warum hörst du schon auf? Danke dir für den Follow. Zur Not wechsle ich die Gilde. Oh, du Kodo, du kannst gerne zu uns kommen, ne? Wir nehmen dich auf, kein Problem. Falls du mal ein Dach über dem Kopf brauchst. Easy, alle bei Sandsteinkrieger, alle unter Gildenschutz, bis auf der Master. Easy. Wobei, kommt drauf an, wie viel ihr ausgeskillt habt. Du kannst ja nur maximal 10 unter Schutz stellen. Ich bin nicht auf Kammer 3, im Strand verwirrend, angle bestimmt nicht. Ja, dann muss ich da bestimmt gleich mal nicht vorbeikommen gehen, oder? Er lästert also über mich. Okay, Nietzsche.
Hallo Zocker Imperium. Hallo. Gut geht's, gut steht's bei dir auch. Auch hoffe ich. Zu viele Wörter im Kopf. Nicht weniger Strand. Kodo, Arkman, Happy History und Jumo auf dem Meer. Attacke. Easy. Bitte. Dass im Match ja viele von den Deutschen genervt sind, wie auch wieder da. Du meinst, dass Deutsche gehatet werden? Ich habe keine Ahnung, ich gucke mir den Match halt sonst nie an, ehrlich gesagt. So wie der da ist, darf provoziert werden, ihr hungrigen Assis, schreibt er. Ich habe leider kein Megafon mehr. Er ist wieder back. Guys, schließt euch den Wordchat an. Ich bin nur Zuschauer. Nein, das zeigt überhaupt nicht auf, wie toxisch die BDO-Community ist. Überhaupt nicht. Ja, gerne, gerne. Gerne, gerne. Ernst, kommt drauf an. BDO kann schon wahnsinnig toxisch sein. Habe ich auch selbst schon abbekommen. Also BDO kann... Puh. Kann sehr, sehr übel sein. Das Ding ist halt immer bei so einem MMO, das ist halt auch ziemlich emotional oder geht auch sehr emotional zu Gange. Deswegen sind die Leute dann umso angepisster. Zumindest ist es meine Erfahrung. Oder reagieren entsprechend gefühlsgeladen. Immer vom Schlimmsten ausgehen im BDO ist halt so. LOL würde meine Familie schon eher sein. Ja, LOL ist ja sowieso so ein Ding für sich, ne? Also, ich habe LOL selbst nie gespielt, aber immer von gehört, wie schlimm es da ist. Das Zeitdrop meistens so in 20 Stunden, gehe ich von 100 aus. Ja, oder einfach von gar nichts ausgehen, ne? Kann man nicht enttäuscht werden. Na, Spinner. Komm zurück. Geh mal Wäsche machen, Mia, genau. Bist du denn noch weit gekommen an dem Tag, Zocker Imperium? Vergleiche sind aber nice von ihm, oder? Wieso hast du deine Black Spirit-Leiste oben unter deinem Apfel gelockt? Weil, guck mal, wenn ich sie entlocke. Jetzt muss ich kurz warten. Ich habe Cooldown gerade. Und mein Skill, den ich zum Grind benutze, dieser hier, so sind wir dir, ist ein Ulti.
Da ich aber nicht rumrenne und die ganze Zeit meine Ulti verbrate, ist das gelockt. Generell sollte man auch Sachen wie Schwarzgrollübertragung locken und man sollte auch hier die Seitwärtsrollen locken. So als Tipp. Weil wenn ich jetzt nämlich hier A drücke mehrmals oder D, dann rolle ich nicht, dann dash ich. Die einzigen Skills gelockt, okay. Naja, alle Skills sollst du jetzt nicht locken, ne? Weil du willst ja auch die Skills benutzen. Und in der Succession auf jeden Fall hier so wie den E-Buff und so, den musst du ja in die Leiste unten ziehen, sonst kannst du es nicht benutzen. Gib mir meinen Thema verkauft. Oh, okay. Ja, auch nicht schlecht. Ich weiß auch nicht, warum die Seitwärtsrollen haben. Kann ich dir auch nicht sagen, ja. Also ich habe eigentlich hier, ne, hier oben hast du ja Ausweichen, das auf jeden Fall locken. Den Schmu. Dann hier unten Schwarzgroll. Ja. Ja, sehr nice. Was hast du jetzt so auf deiner DK? Oha, weißt du nicht? Ja, kann man ja mal vergessen am Anfang. Mit wem unterhält er sich denn da gerade? Hallo, Repertura. Der Franco Ferre, mit wem unterhält er sich denn da gerade? Im Worldchat. Problem ist, ich sehe meinen Gildenchat da nicht mehr, ne? Aber steht nichts drin. Mit sich selbst? Okay. Eieiei. Ich habe leider keine Megafone mehr, um darauf zu antworten. Ja, das Internet. Man kennt es, sieht. AP, 1235 Awakening, 309 DP. Für Neues. Ja, Miro klappt dann schon. Sollte auch schon Monschaum klappen. Geht ist nicht komisch, nein. Kommst du darauf?
bei Vergeben des Namens wahrscheinlich einfach die Taste klemm geblieben. Kuno, die auf einen Spot grindet. Joa, ich kenne Kuno, die gut ist. Ich glaube aber, die ist nicht hier. Gerade. Boah, ich weiß nicht mehr, wie man das macht. Ich weiß nicht mehr, wie man das macht. Das ist diese neue Scheiße hier. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ach, hier. Glaube ich. War das. Aber was Server. Chat. Hallo, Jambo. Also hier, Sandsteinkrieger-Werbung unterstütze ich aber nicht hier im Stream, ne? Ein guter Elefant. Oh. Dumbo? Kommt jetzt ein bisschen auf die Frage an, zu der Kuno. Zu den guten. Aber Peanut, wa? Hallo Waffelchen. Na du? Was geht ab? Es ist Liebe im G-Chat. Ich möchte rübern, aber kann keinen High-End-Spawn testen. Also Kuno macht schon derb Spaß, ja. Geht auch im PvP mega ab mit ihrem fucking Hula Hoop. Tja, die Frage ist, wen hast du am Ende gemeint, Waffelchen? Na, alle natürlich. Jeden Einzelnen. Easy. Einfach in den Reihenraum kann und sagen, hey sexy, und alle drehen sich um und sagen, hey, oh, danke, hi. Na, öfter hier? Aber erkennen wir uns? Das sage ich auch zu dem Portal, wenn das droppt, ey. Oh, hi, kennen wir uns. Gibt's hier eigentlich irgendwas zu tun? Na, Waren brauchen wir nicht mehr, haben wir abgehakt. Nee, ist das erste Mal. Aber das zweite Mal, dass jemand sowas schreibt, heute. Im Verein. Alles klar. Nach einer Stunde raus. warte kurz. So. Hehehe
Oh Mann, okay, naja. Tja. Wenn du so über meine LAN sprichst, dann, ich komme auch direkt mit meiner LAN. Dann, ja, nur für dich komme ich dann mit meiner LAN. Hallo, Schwimmeschwamm. Jeet. Was kann ich tun? Oh, was kann ich... Also, was kann ich für sie tun? Ich wechsle. Okay. Oder Duell? Nee, nee. Na gut. Deine Garnelin ist so schön. Auch generell haben einige von euch richtig nice Chars, ey. So richtig hübsche. Wenn ich jeder so Modenschauen machen würde oder Fashion Walk oder so, ne? Also es gibt ja die Modenschau von Wiedern. Dann gibt's von DF, der macht ja jetzt die Dingsbums. Wie heißt das? Heißt es auch Modenschau? Ich weiß gar nicht. Die haben das auch schon mal gemacht, glaube ich, zu Silvester letztes Jahr. Dein neues Kostüm. Oh, soll ich nochmal zurückkommen? Aber das ist den Rock unten, ne? Nice. Nimmt richtig, richtig hübsche Charts ein. Ich mag ja von Jeet, die Mystique. Die finde ich ja richtig sick. Richtig sick. Zu Hause sein Wiz kann ich nicht sagen. Ich bin immer tot, wenn ich dem zu nahe komme. Was geht ab, Hose? Gerüchte? Ich hatte einmal die Chance, dich von nahe zu sehen und dann habe ich nicht lange gelebt. Also. Wobei doch einmal in Hystria. Da hätte ich gucken können. Habe ich aber nicht. Shudat Cover. Shudat ist schon nice, ja. Wobei ich momentan total hier meine Kombination verliebt bin aus der Unterwäsche und dem... Warte mal, wie ist das nochmal? Schoko? Schoko? Koko. Nicht Schoko, sondern Koko. Koko. Flasche verfügen lassen. Ja. Also Kostüme habe ich genug für die DK. Ich habe, glaube ich, 14 habe ich mal gezählt, ne? Hier oben alleine 5 Kisten. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel Unterwäsche habe, aber man ist ja auf alles vorbereitet und dann noch diverse Kostüme. Je nach meiner Laune kleide ich meine Etikette um. Unterwäsche kann man nie genug haben. Ist halt so. Und Socke. Ja, wobei ich ja eher hier Dings habe. Ach shit, jetzt krieg ich auch den Namen nicht.
Der Geil, hab's Wort vergessen. Tja, so ist das mit alten Weibern. Wortfindungsstörung. Bitte bleiben Sie dran. The person you called is temporarily not available. Bitte gedulden Sie sich einen Augenblick. Der gewünschte Gesprächspartner ist gleich wieder für Sie da. Oh, jetzt habe ich es echt vergessen. Wie heißt denn der? Käse. Tja. Kniestrümpfe. Jetzt habe ich es. Meine Güte. Hat das gedauert. Der Ofen muss wohl erst vorgeheizt werden. Aufgrund der aktuellen Lage gab es leider Verzögerung. Wir bemühen uns, Ihre Anfrage schnell zu bearbeiten. Ist halt so. Ist halt so. Puff. Auf deine Stirn? Ja, natürlich, G. Jeder mag deine Stirn. Vom Schlafengehen betet man auch nicht nach oben in den Himmel, sondern zu deiner Stirn. Das ist ganz klar, ich verstehe die Frage nicht. Bitte schalte die Liebe. Was? Was? Okay. Yanks. Eieieiei. Aber jetzt weiß ich, warum ich die Wordshot immer nicht offen habe, ey. Da sind schon einige Patienten drin. Aber zock ab hier rum, dann kannst du ja mit fighten im RBF, wa? Mit dem Gear. Mit Fighten. Auf dem Grinden mache ich immer RBF, Community RBF. Diese komischen kleinen Mistspinnen hier, ne? Die sind, also... Die ralle ich bis heute nicht. Uhr. Schaffst du das denn mit dem Einkaufen? Ich gehe Samstag einkaufen, ja. Bis dahin gibt es einfach Schokolade. Was ich versuche zu droppen, das Pottail versuche ich hier zu droppen. Es gibt ja die Infinity Pots. Schokolade. Schokolade, ja. Muss ich hinkommen? Das
kommt drauf an, wo du herkommst. Weil diese komische Critical-Mitteilung, ne, die finde ich echt ein bisschen weird. Hier fehlt noch einer. Was? Guck mal bei die. Also ich bin ja auch nicht so der Spinnenfreund, aber guck mal, das sieht doch nicht aus wie eine Spinne. Schau mal. Warte. Oh, oh, nee, das wollte ich nicht. Mein Po wollten wir auch nicht sehen. Fakt ist, das sieht nicht aus wie eine Spinne. Es hat ein paar Beine, aber... Ja, ist auch eher eine Wurzel. Eine Wurzel mit 8 Wurzeln. Easy. Beine richtig widerlich. Geht aber, ey. Ist nicht so schlimm wie eine richtige Spinne, finde ich. Da. Die gehen auch mit dir spazieren, schau mal. Ich will die hier auf den Boden holen, dann sieht man die mal richtig. Na gut, da sieht sie ein bisschen eher aus wie eine Zecke, ganz ehrlich. Was willst du erwarten? Wir sind ja hier auch im Sumpf. Zecken finde ich schlimmer als Spinnen. Ja, Mann, Zecken sind richtig... Oh. Finde ich auch mit Abstand schlimmer als Spinnen. Decay, yes. Waifu. Four Season, Deku, Decay 2. Doch, dann sollte ich schaffen, für ein paar Tage. And one we won the battle. Nice. Also mit Schlangen oder so habe ich auch gar kein Problem, ne? Aber so Spinnen sind einfach, weiß nicht, alles, was mehr als 4 Beine hat, ist halt einfach widerlich. Lohnt sich diesen Spielen? Naja, wir haben zumindest ein paar Belohnungen, ne? Ich bin halt gespannt und aktuell ist es noch nicht bekannt, wie viel besagter Season Pass kostet. Da bin ich gespannt. Bis 30 Euro gehe ich mit. Ja, bei mir auch beide Hunde und die Katze fressen Spinnen. Kitty hat heute Morgen erst die eine, die ich entdeckt habe, weggeschnotzt. Kleine Kampfkatze. $20? $30? Also ich sag wie ein Value Pack, 30. Andere Klasse. Warum? Warum sollte eine andere Klasse besser sein, Penny? Oha. Siehst du, hier, das hält Milo davon. Wenn ich was anderes spielen soll. Ich hab die Cash schon voll equipped, ja. Meine Laden aber auch. Also alle Klassen, die mir gefallen, haben ihr eigenes Gear bei mir. Das ist ein bisschen das Problem.
Und mir ist heute erst eingefallen, dass ich eigentlich Songs spielen hätte sollen. Weil ich die schon immer spielen wollte. Und meine, ja, zu meiner nicht dazu komme. Aber ja. Eine Wespe. Eine Wespe ist immer gefährlicher. Die lasse ich nicht zu nah ran an die Hunde oder so. Das kann ganz böse nach hinten gehen, wenn die in die Zunge stechen. Charakterplatz? Ne, ich denke, das wird nur only der Season Pass sein. Ja, sag gefälligst zu der Wespe, geh raus, komm als Fliege wieder. Ich verstehe das Problem nicht. Stell mal vor. Ist das so? Ist das so bei Hummeln? Wespe so, okay, bleib mal locker, bis gleich. Muss ich doch einfach nur schwarz anmalen, passt das schon. Stachel wird getarnt. Easy. Mann, warum vergesse ich denn immer den hier hinten? Ey, blöden Petsy, müsst schon mal ein bisschen schneller sein. Das funktioniert hier so nicht mit dem Pott. Ja, habe ich doch gesagt gerade, 18 Uhr, ja. Moment. Hol mal die Klappe hier. Ja, geh mal einkaufen. Und nicht die Gesichtsmaske vergessen, ne? Nur habe ich gesagt, geht. Wieso, wie alt bist du denn? Um 30? Okay, ich hätte dich auf 26 geschätzt. Tatsächlich. Idan, sind wir gleich alt. Du alter Sack. Verschwinde. Pepper, Food, Energy Drink, everything is ready for tomorrow. Oh yeah!
Du bist 44? Laber doch nicht, die. Na gut, ich kaufe gar keinen Alkohol, von daher. Ich kaufe leider keine Antike, wo ich nach dem Ausweis gefragt werde und sagen könnte, oh, ich schätze mich so jung ein, oh, dankeschön. Traut sich eh mal keiner bei mir nach dem Ausweis zu fragen, weil die immer denken, ich komme aus dem Knast, so zu tätowiert wie ich bin, ne? Die Blicke, unbezahlbar. Warte ab, Schokolade ab 18 ist. Die Musik ist von mir, ja, Pilo, die Welt. Ja, ist sie. Ein hipper alter Sack. Hätte ich nie gedacht, dass du 44 bist, sie. Sie als 18-Jährigen werden immer noch Ausweis gefragt, muss aber nur die Ärmel hochmachen. Ist halt so. Ist halt einfach so. In der Kasse stehen schon mal. Alles klar. Ärmel hochkrempeln. Was? War was? Wolltest du was von mir? Nein? Okay, alles klar. Ich weiß auch nicht, warum das immer noch so ist, ne, dass Tattoos immer so einen Knastbeigeschmack haben. Verstehe ich gar nicht. Im 2020. Aber ich kenne das, ja. Beim Autofahren, Ellbogen aus dem Fenster wie ein Gangster. Sie, man kennt es. ich guck zumindest immer, dass No Copyright drunter steht. Guck mal. Yeah. Whoop, whoop. Fucking Monate. Guck mal. Liebe geht raus. Knasti und lieb zugleich. Muss man einfach lieben, oder, G? Kann ich dafür? Ich guck zumindest immer, dass noch Copyright drunter steht. Menschen mit Tattoos sind alles Verbrecher. Ikes. Aber geh mal, ja, wenn du so zutätowiert bist, geh mal zum Arzt, zum Allgemeinarzt und der will dir eine Impfung geben oder Blut abnehmen und du guckst ihn an und sagst, könnten Sie bitte die kleinste Spritze nehmen, die Sie haben? Und der guckt dich an und denkt sich so, ist klar. Aber ist halt so, Blut abnehmen ist völlig anders, als ein Tattoo gestochen zu bekommen. Ist halt ohne Witz so. Die glauben mir das immer nicht, ne? Da muss ich die mal angucken, meine großen Augen. Muss sie einen auf Hundeblick machen, ja? Ein bisschen Pipi in den Augen und dann die Babyspritze, bitte. Aber Hauptsache beim Tätowieren 36 Nadeln, weißt du, die in einer Sekunde auf dich eintreschen. Easy. Mit dem Blutfließen habe ich nicht das Problem. Ich hatte nur das Gefühl, wenn die so ganz langsam unter deine Haut gehen mit ihrer fucking Spritze.
Ich finde, das zieht halt immer so richtig unangenehm. Das finde ich eigentlich das Unangenehme dabei. Und die eine im Krankenhaus? Wer ist denn die eine im Krankenhaus? Huch, ich bin zu schnell. Spawn, 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 spawn. Über 5 Minuten, wir haben Arm rumgestochert, wird es nicht hinbekommen. Das ist das Schlimmste, wenn sie daneben stechen, ey. Und du erstmal 2 Wochen gefühlt mit so einem blauen Fleck rumlaufen kannst. Weil sie nicht richtig getroffen haben. Das. Oh Gott. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken, was haben wir denn? Das ist. On my way. Ja, on my way. Ist Frau eigentlich immer schuld? Ja, bei uns die Männer ja auch immer Schuld haben. Also bei mir hat immer der Mann Schuld. So weit kommt es noch, dass ich Schuld habe. Schrei halt zurück. Ich würde mich gar nicht anschreien lassen. Ich würde zurückschreien. Ich kenne das auch nur so, dass ich Schuld habe. Eins Otto, ohne Witz. Lass ihn halt liegen, dann verpennt er halt. Und dann bestraf ihn mit ignorieren, mir. Der wird schon kommen, wenn der Druck groß genug ist. Die einfach liegen lassen, die sie. Liegen lassen und jetzt erstmal Eis essen. Vor sich hin grummelnd Eis essen. Ist Ampfe so ein Muffel, wenn er geschlafen hat? Oder schlecht geträumt. Oder lag eine Erbse unter der Matratze. Man weiß es nicht. Huch. Easy erstmal die Tamponschachtel über ihn auskippen und sagen, hier, für deine Laune. Ich verstehe dich da, kein Problem. Oh mein Gott, der würde ausrasten, glaube ich. Eiskalt, Alter, eiskalt auskippen.
Ich? Nein, ich bin die liebe in Person. Ich lass mich nur nicht von Männern anzicken. Alles, was keine Pussy hat, darf mich nicht anzicken. Das kriegt direkt einen Korb. Ich habe eine Nubi-Frage, wo kommt man Eier her? Zu Kühlschrank. Also in der Regel wachsen die. Wie soll ich darauf jetzt antworten? Hallo? Hallo, Exotic? Oh nein, er kommt schon wieder im richtigen Moment. Aber die schon gekochten, die farbigen Waffeltieren? Oder holst du die rohen? Guck mal unter den Hühnern nach. Easy. Vielleicht ganz vergessen unter der Braut. Was ist denn heute hier mit meiner Playlist los? Das muss mir echt mal jemand sagen. Was ist denn? Warte mal. Nein, nicht hinzufügen. WTF, ich will das nicht in deine Wiedergabeliste haben. Ganz normale, braucht die zum Kochen. Ich bin F-Show, steht da die Kopf bei meinem. Was ernsthaft? Eigentlich nicht so. Bei mir steht da nichts vom Fischen nach Eiern. Doch, stand da, ehrlich? Warte. Wo steht das? Also ich weiß nicht, was ihr da seht, aber bist du blind? Nani? Nana? Nanu? Angeln für Eier. Also ich habe eine Note dafür, wo die abgebaut werden. Habe ich voll Hunger auf Eiersalat wegen euch, ey. Yeah. Ins Bett. Geh mal nach Eier angeln, ja.
Also ich habe für meine Eier eine Note. Die werden produziert.